Herr Lichter, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne, nehmen Sie bitte hier Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Allein auf Fragen, bei denen man sich selbst belasten könnte, auf die muss man gar nicht antworten. 55 StPO. Sie heißen Bernd Lichter, 50 Jahre alt, wohnen in Kiel, Sie sind verheiratet, Sie sind Elektriker, aber im Vorruhestand. Mhm. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Kommen wir doch direkt mal zu dem Abend des 9. Mai. Da soll der Angeklagte versucht haben, Ihrer Frau dieses Kissen hier aufs Gesicht zu drücken, um sie damit zu ersticken. Ja, ich weiß, das war ein wirklich blöder Abend. Nun haben wir schon gehört, dass Sie an dem Abend mit Ihrer Frau Kegel waren. Wann sind Sie denn wieder nach Hause gekommen? Ja, also gegen 10:30. Ich bin dann eigentlich sofort rauf in mein Zimmer gegangen. An dem Abend konnte ich mit meiner Frau nicht mehr unterhalten. Ich habe mich einfach hingelegt dann zum Schlafen, bin auch sofort eingeschlafen. Naja, aber nicht für lange. Was hat Sie dann wieder aufgeweckt? Ja, die Türklingel. Das hat mehrmals geklingelt und ich dachte eigentlich, dass meine Frau runtergehen würde. Aber nach dreimaligen Klingeln ist da mal nichts passiert. Ich habe sogar laut nach ihr geschrien. Mhm. Naja, bin ich selber runtergelatscht und habe dann der Irmgard aufgemacht. Mhm. Aber um Ihre Frau haben Sie sich keine Sorgen gemacht? Nein, ich dachte, sie schläft. Mhm. Naja, dann habe ich mit Irmgard dann nach einem Schlüssel gesucht. Und als ich dann in der Küche war und aus dem Fenster kurz rausgeschaut habe, dann habe ich Hajo gesehen. Was ist das denn für ein Blödsinn? Du kannst mich gar nicht gesehen haben, weil ich gar nicht da war. Ja, selbstverständlich habe ich dich gesehen. Ach, wieder dann durch meinen Garten da gerannt bist. Jetzt erzählst du nur, um von deiner eigenen Schuld abzulenken. Moment, Herr Schumann. Ja, es gibt immerhin Fußspuren im Garten von Schuhen, genau die dieselbe Größe haben wie Sie. Ja, das mit den Fußspuren kann ich erklären. Ja, dann erklären Sie mal. Ich war am früheren Abend auf dem Grundstück meiner Schwägerin, weil ich mit ihr über die Beerdigung meiner Frau sprechen wollte. Aha. Und ich habe geklingelt, mir hat keiner aufgemacht. Dann, ich kenne das Grundstück ja in- und auswendig. Dann bin ich einmal rumgegangen, habe geguckt, ob mich vielleicht keiner gehört hat, durch die Fenster geschaut und bin dann auch wieder unverrichteter Dinge nach Hause gegangen. Das war's. Ganz einfach und ganz normal gewesen. Haben wir aber zum ersten Mal, ja? Ich weiß ja nicht, was du um 9 gemacht hast, da war ich ja Kegel, ne? Aber um 10:30 warst du im Garten. Ach, das ist doch voll. Und Irmgard hat dich auch gesehen. Ja, nun ist sich die Frau Roland scheinbar gar nicht mehr so hundertprozentig sicher, ob es wirklich der Angeklagte war. Also, Sie sollen uns schon erzählen, was Sie selbst genau gesehen haben. Also, für die Irmgard kann ich natürlich nicht sprechen, mhm. aber ich bin mir ganz sicher bei Ihnen. Ja. Was haben Sie denn gemacht, nachdem Sie da den Angeklagten in Ihrem Garten gesehen haben? Wir haben weiter nach dem Schlüssel gesucht. Ja, und nachdem wir die Handtasche von meiner Frau nicht gefunden haben, ja, da sind wir nach oben gegangen. Und da ging es eigentlich, naja, alles so ziemlich schnell. Und dass ich mich nicht mehr so richtig erinnern kann. Ich weiß nur noch, dass die Irmgard meine Frau Rosi beatmet hat. Also versucht hat, wiederzubeleben. Aber Sie haben Ihrer Frau nicht geholfen. Warum eigentlich nicht? Ich war mit der Situation ziemlich überfordert. Oder wollten Sie vielleicht gar nicht, dass Ihre Frau wieder aufwacht? Wie, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich wollte sicher nicht, mit Sicherheit nicht, dass meine Frau stirbt. Aber Sie waren doch an diesem Abend total sauer auf Ihre Frau. Immerhin wurden Sie gehörigst blamiert vor Ihrer neuen Bekannten beim Kegelclub. Ach, das bin ich doch schon von meiner Frau gewöhnt. Jetzt haben Sie eingangs schon mal gesagt, dass Sie an dem Abend mit Ihrer Frau nicht mehr richtig reden konnten. Warum? Sie hat einen Brief von ihrer Schwester bekommen. Und den hat sie, wo sie den gelesen hat, hat sie sich wahnsinnig aufgeregt darüber. Mhm. Und dann hat sie den Hajo angerufen und hat mit ihm gestritten. Das habe ich so mitgekriegt. Naja, sie ist dann eben halt dann auf ihr Zimmer raufgerannt. Ich hinter ihr her, wollte nachschauen, wie es ihr geht. Aber sie hat dann nur mit Kissen nach mir geschmissen. Naja, danach bin ich ins Bett gegangen. Hm. Den Rest kennen Sie ja. Sabrina, du glaubst das eben nicht, was Sie eben in der Verhandlung erzählt haben. Da haben Sie was von den Abschiedsbriefen von Hajos Frau erzählt, die sie verschickt haben soll vor ihrem Tod. Ja, und? Ja, hallo, macht das bei dir nicht Klick? Hä? Abschiedsbrief? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Oh, komm, Sabrina, daran musst du dich doch noch erinnern können. Abschiedsbrief, ich habe doch damals auch so einen bekommen. Was? Aber das glaube ich nicht. Doch, weißt du denn nicht mehr? Wir wussten doch nicht, von wem er damals war. Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass es Hajos Frau gewesen ist. Ach, Steffi, ach was, das kann nicht sein. Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Und weißt du was, wir machen jetzt Folgendes. Du gehst jetzt wieder in die Verhandlung rein und ich werde ein Faxgerät suchen. Ich werde auf keinen Fall da alleine wieder reingehen. Das kannst du vergessen. Total, das mache ich nicht. Okay, dann bleibst du eben hier sitzen und ich werde jetzt Björn anrufen. Und der soll uns den Brief sofort hier rüber faxen, zu der Geschäftsstelle. Okay? Wartest du hier auf mich? Ungern, aber okay. Okay. Bis gleich. Sie sind gar nicht ins Bett gegangen. Sie haben sich ihren ganzen Mut zusammengenommen, um sich endlich mal für die ganzen Demütigungen ihrer Frau zu rächen. Und nachdem sie noch mitbekommen haben,
dass Ihre Frau und mein Mandant am Telefon wegen diesem blöden Abschiedsbrief gestritten haben, dann habe ich gedacht, gute Gelegenheit, da habe ich gleich einen, dem ich die Tat in die Schuhe schieben kann. Nein. Ich frage es jetzt ganz offen, haben Sie in letzter Zeit Eheprobleme? Ja, es stimmt schon, dass ich mich in letzter Zeit mit meiner Frau in die Haare kriege, aber deswegen drücke ich ihr dann noch lange kein Kissen ins Gesicht. Tja, und abgesehen davon hättest du dazu ja auch gar keinen Mumm gehabt. Das ist halt immer wieder toll, Rosi, dass du mir mal echt helfen willst hier, ne? Hier in aller Öffentlichkeit. Und dann willst du mich hier noch als Weichei hier hinstellen? Tja, ich meine, es lässt sich leider nichts dran ändern. Du bist nun mal ein Weichei. Und ich meine, es wird auch nicht besser, indem du zu Hause rumsitzt. Ich gehe doch schon jeden Nachmittag raus in den Park und spiele Schach. Aber das passt dir doch mal wieder nicht, ne? Ja, ich habe schon gedacht, dass du dir eine Beschäftigung suchst. Aber ich habe damit bestimmt nicht gemeint, dass du dir eine Gespielin für deine einsamen Nachmittage suchst. Ja gut, dann bleibe ich entweder zu Hause. Aber eins sage ich dir, dann will ich aber nichts mehr hören, wenn ich hier nachmittags Sport gucke im Fernsehen oder mal morgens zu laut in der Zeitung rumblättere. Ja, bitte dich. Ich meine, wenn du sowieso schon zu Hause bist, warum hilfst du mir dann nicht im Haushalt? Oh Mann, da kann ich dir da auch wieder nichts recht machen. Das ist nämlich so, wenn ich die Spülmaschine einräume, dann kommt diese Hausfrau daher und fängt dann an, die Spülmaschine auszuräumen und alles wieder rein. Ein Herz und eine Seele, kann man sagen. Ist vielleicht ganz amüsant, gehört aber nicht in die Öffentlichkeit und tut hier eigentlich auch nichts zur Sache. Hm? War aufschlussreich war es schon. Ich würde dem Zeugen gerne noch mal die Fotos von dem Kegelabend vorhalten, wenn ich kurz darf. Ja, die Fotos vom Kegelabend. Ging es da genauso heiß her zwischen Ihnen und Ihrer Frau wie gerade eben? War das die Stimmung? So hoch her will ich das eigentlich gar nicht so nennen. Sondern? Ja, ich habe mich an diesem Abend natürlich gestritten mit meiner Frau, weil sie mich mal wieder nicht in Ruhe lassen konnte. Mhm. Naja, dann wollte sie anschließend ja noch nach Hause. Gerade in dem Moment, wo ich am Gewinnen war. Weil sie sich über meine Schachpartnerin Marie auch so aufgeregt hat. Und ich wette mit Ihnen, der Viagrawitz, der hat Ihnen noch den Rest gegeben. Und als Sie zu Hause von Ihrer Frau dann mit den Kissen beworfen wurden, obwohl Sie eigentlich nett zu ihr sein wollten, da ist das Fass übergelaufen. Nein, was soll denn da über... Das Fass? Nein, auf keinen Fall. Natürlich, fassen wir doch mal zusammen. Sie wurden von Ihrer Frau blamiert und bloßgestellt. Dann haben Sie auch noch mitbekommen, wie Ihre Frau mit meinem Mandanten über diesen angeblichen Abschiedsbrief streitet. Wieso sagen Sie eigentlich immer angeblicher Brief? Es hat diesen Brief gegeben. Ob Sie es jetzt glauben oder nicht. Entschuldigung, wenn ich einmal kurz unterbrechen muss. Also ich glaube, sie hat recht, dass Annabelle Schumann einen Brief geschrieben hat, Abschiedsbriefe geschrieben hat. Denn ich habe auch einen bekommen. Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Stephanie Meerbach. Meerbach? Und Sie kannten die Frau Schumann? Nein, nein, nein. Ich lebe in Dänemark. Und ich wusste eigentlich bis heute noch gar nicht, dass diese Frau existiert. Und wenn ich ehrlich sein soll, wäre es mir auch lieber gewesen, diese Frau würde es auch gar nicht geben. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Annabelle jemanden in Dänemark gekannt hat. Tja, aber das muss wohl so sein, weil ich habe den Brief bekommen und ich lebe in Dänemark. Also Frau Meerbach, ich fürchte, wir müssen dem Ganzen noch ein bisschen genauer hier auf den Grund gehen. Momentan waren die Zusammenhänge nämlich überhaupt nicht klar. Ich würde Sie jetzt ganz gerne hier als Zeugin vernehmen. Ja, ist das in Ordnung? Okay. Keine Einwände dagegen? Keine. Hat noch jemand Fragen an den Herrn Lichter? Nein, keine. Herr Lichter, dann nehmen Sie mal bitte hin Platz, Sie bleiben unvereidigt. Frau Meerbach, dann kommen Sie bitte mal nach vorne und bringen Sie diesen Brief doch bitte mal mit. Gut, dann nehmen Sie einfach hier mal Platz, bitteschön. Ich muss Sie zunächst mal belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Okay. Stimmt es, Ihr Vorname war Stephanie, habe ich gehört, und Meerbach ist der Nachname. Ja. Können Sie mir bitte noch Ihr Alter, Ihren Familienstand und Ihren Wohnort nennen? Also ich bin 34, bin ledig und ich bin vor 5 Jahren nach Dänemark ausgewandert und lebe außerdem in Ulfborg. Und was machen Sie beruflich? Ich habe einen kleinen Buchladen. Mit dem Angeklagten hier weder verwandt noch verschwägert? Nein. Kommen wir doch mal zu diesem Brief, den Sie Ihrer Meinung nach von Annabelle Schumann, also von der Frau des Angeklagten, bekommen haben. Dieser Brief ist datiert auf den 5. Mai 2008. Wann haben Sie den denn bekommen? Das war am 11.05. Ich hatte zuerst meinen Freund in Verdacht gehabt. Und wir hatten uns auch richtig gekracht, weil ich habe gedacht, er hat mich betrogen und all sowas. Aber wir haben uns dann wieder zusammengerauft, weil er mir wirklich beteuert hat, dass er mich nicht betrogen hat. Das heißt, Sie hatten also keine Ahnung, von wem der Brief kam, wer den geschrieben hat? Nein, überhaupt gar nicht. Ich habe auch meine Schwester Sabrina gefragt. Ich habe ihr den auch gezeigt, aber sie hat ja auch keine Ahnung. Ich finde es zwar sehr interessant, aber die Zusammenhänge mit dem heutigen Fall, also die erschließen sich mir immer noch nicht so recht. Tayo und meine Schwester sind seit 2 Jahren ein Paar.
Moment, jetzt habe ich Sie doch vorhin gefragt, ob Sie diese Frau kennen. Ja. Sie haben das verneint. Entspricht wohl nicht der Wahrheit. Mhm. Ja, er hat sogar ein Kind mit meiner Schwester. Und das zweite Kind ist auch schon unterwegs. Er wollte ihr in Dänemark ein Haus kaufen. Er hat die perfekte Familie vorgespielt. Und so überzeugend, dass wir überhaupt nicht auf die Idee gekommen sind, dass dieser Brief irgendwas mit uns oder beziehungsweise mit ihr zu tun hat. Das war einfach, und schon gar nicht, dass er noch eine Frau in Deutschland hat. Das war wie ein Schock. Hajo, stimmt das, was die Frau da alles erzählt? Also ja. Wie konntest du Annabelle nur so dermaßen hintergehen? Wie konntest du nur? Frau Mehrbach, darf ich Sie noch was fragen? Wie kommt es überhaupt, dass Sie und Ihre Schwester heute hier sind? Wie haben Sie denn in Dänemark überhaupt davon erfahren, dass er hier heute vor Gericht ist? Das ist eigentlich mehr oder weniger so ein Zufall. Ein Bekannter ist vor 3 Tagen zu uns gekommen, zu meiner Schwester, und hatte eine deutsche Zeitung dabei, wo auch eine Anzeige war, wo die von dieser Verhandlung heute, wo auch ein Bild von Hajo drauf war. Ja, da ein Artikel wahrscheinlich. Ja, ein Artikel, ja, wo dann auch der von der Verhandlung. Und wir wollten natürlich wissen, was jetzt hier los ist. Deshalb sind wir hergefahren. Ich werde jetzt diesen Abschiedsbrief mal verlesen, den Sie bekommen haben. Beschluss, der Inhalt des Briefes wird verlesen. Ich weiß, dass Sie ein Verhältnis mit meinem Mann haben, aber damit ist es jetzt vorbei, denn wir werden gemeinsam in den Tod gehen. Und es ist sein ausdrücklicher Wunsch, dass ich ihn auf seiner letzten Reise begleiten werde und nicht Sie. Sie haben ihn also verloren für immer und ich werde auf ewig mit meinem Mann in tiefer Liebe verbunden sein. XXX. Glauben Sie mir jetzt? Frau Lichter, kommen Sie doch bitte mal nach vorne. Schauen Sie mal, ist das die Handschrift Ihrer Schwester Annabelle? Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Gut, dann können Sie sich wieder hinsetzen. Dankeschön. Herr Schumann, dieser Brief hier, der steht eindeutig im Widerspruch zu Ihrer Aussage. Also scheinbar gab es doch den Plan, dass Sie und Ihre Ehefrau Annabelle gemeinsam in den Tod gehen würden. Hajo, es ist wahr, ja. Hast du deine Frau meinetwegen in den Tod getrieben? Hast du damit gemeint, dass in ein paar Wochen alles gut wird, ja? Frau Mehrbach, ich habe das Gefühl, dass Sie uns noch viel interessantere Details hier erzählen könnten als Ihre Schwester. Wird sie auch gerne als Zeugin vernehmen? Ja, irgendwelche Einwände dagegen? Nein. Nehmen wir zu Protokoll. Ja, kommen Sie bitte mal nach vorne. Oder hat noch jemand Fragen an die Stefanie Mehrbach? Dankeschön. Dann dürfen Sie mal da hinten Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Frau Mehrbach. Ich belehre Sie auch zunächst mal. Sie müssen hier natürlich die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Mach ich. Ihr Vorname ist Sabrina, habe ich das richtig verstanden gerade eben? Sagen Sie bitte auch noch Ihr Alter, Ihren Familienstand, Ihren Wohnort und Ihren Beruf. Ich bin 37, bin ledig und ich wohne in Ulfburg in Dänemark. Und ich arbeite bei meiner Schwester im Buchladen. Verwandt, verschwägert, sind auch nicht verlobt mit ihm. Sagen Sie mir bitte als erstes, was er genau zu Ihnen gesagt hat. Ich habe ihn angerufen, weil unser Makler mich angerufen hat, um zu sagen, dass wir uns bald entscheiden müssen wegen des Hauses, was wir uns angesehen haben. Ja. Und ich wollte wissen, ob er sicher ist wegen dem Geld. Hm. Weil ich finde, dass es zu knapp kalkuliert ist, aber er hat sich da nicht für interessiert. Was hat er Ihnen genau gesagt? Hinsichtlich des Geldes. Er hat gesagt, dass ich noch ein paar Wochen auf ihn warten soll. Und dass dann alles gut wird. Und dass ich mir wegen des Geldes keine Sorgen machen brauche, wenn er kommt. Mhm. Dann wird er genug Geld haben und wir können das Haus kaufen. Ich war doch so glücklich, ich habe mich so gefreut. Wir wollten endlich eine Familie sein. Mhm. Und dann muss ich erfahren, dass du in Deutschland eine Frau hast. Wann genau hat denn dieses Telefonat zwischen Ihnen und dem Herrn Schumann stattgefunden? Am 6. Mai, am Nachmittag. 6. Mai. Todestag von Annabelle Schumann. Um es ganz genau zu sagen, wenn ich hier nachschaue, um 17 Uhr dieses Tages hat der Herr Schumann den Kredit bei der Bank beantragt. Und das passt doch alles wirklich wunderbar zusammen, Herr Schumann, oder? Sie haben Ihre Frau in den Tod getrieben, um mit dem Erbe Ihr zweites Leben in Dänemark anzufangen. Nur, der einzige Haken an dieser Geschichte war, dass eben Ihre Frau nicht sang- und klanglos von dieser Welt gegangen ist. Sondern sie hat Ihnen noch quasi ein paar Watschen aus dem Grab mitgegeben. Diese Briefe. Herr Schumann, wollen Sie noch irgendwas sagen? Was soll ich denn sagen? Ich hab alles verloren. Was mir jemals etwas in meinem Leben bedeutet hat. Was soll ich sagen?
Hat noch jemand Fragen an die Zeugen? Danke, nein. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Herzlichen Dank, dass Sie ausgesagt haben. Sie bleiben unvereidigt. Ja? Frau Mehrwagen, auch Sie dürfen da hinten neben Ihrer Schwester Platz nehmen. Kann ich auch gehen? Ja, selbstverständlich, klar. Ja. Sabrina! Ja, dann haben wir noch einen Bundestagsausdruck, der wird verlesen. Keine Eintragung, also bisher sind Sie nicht vorbestraft. Werden noch Anträge gestellt oder Erklärungen abgegeben? Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte Ihr Plädoyer. Hohes Schwurgericht, Frau Verteidigerin, momentan spielt es keine Rolle, ob der Angeklagte seine Ehefrau in den Tod gejagt hat oder nicht. Der Angeklagte ist aber im Sinne der Anklage wegen versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung schuldig zu sprechen, weil er nämlich 1,5 Stunden vor der Tatbegehung von seiner Schwägerin erfahren hat, von seinem späteren Opfer, dass dieses alle Mittel ansetzen wird, um ihm sein Erbe streitig zu machen. Und das ist das Motiv des Angeklagten. Und aus diesem Motiv sind seine Handlungen auch erwiesen durch die Zeugen, die wir hier vernommen haben. Zeugen, die ihn beobachtet haben im Haus. Fußabdrücke von Schuhgrößen, die seiner Schuhgröße entsprechen. Er hatte auch den Zweitschlüssel. Und er ist auch in einen heftigen Streit mit seiner Schwägerin verfallen. Und er wollte sich hier ein zweites Leben in Dänemark aufbauen. Und er hat dafür das Geld gebraucht. Ich beantrage daher gegen den Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe, Haft vor Dauer anzuordnen und ihm die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidigerin, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ja, all die Informationen über das Doppelleben meines Mandanten und die Ehekrise der Eheleute Lichter, die haben uns doch nicht weitergebracht und Sie haben auch nichts zur Tataufklärung beigetragen. Im Gegenteil, Sie haben doch nur weiteren Raum für neue Spekulationen eröffnet. Es ist nicht bewiesen, dass mein Mandant am Tatabend ins Zimmer von Frau Lichter eingedrungen ist und versucht hat, sie umzubringen. Es ist nicht bewiesen, dass er seine eigene Frau zuvor umgebracht hat. Und daran ändert auch nichts ein ominöser Abschiedsbrief, ob er nun geschrieben wurde oder nicht. Jetzt müssen wir davon ausgehen, denn wir wissen nicht mal die Umstände, wie seine Ehefrau von dem Doppelleben erfahren hat und warum sie diesen Abschiedsbrief geschrieben hat. Vielleicht hat sie von diesem Doppelleben irgendwie Kenntnis erlangt und wollte jetzt, weil sie keinen Sinn mehr in ihrem Leben gesehen hat, sich von ihrem Leiden befreien und das ganz aus freien Stücken. Für mich liegt hier überhaupt keine geschlossene Indizienkette vor. Und aufgrund all dieser Zweifel beantrage ich Freispruch. Dankeschön, Frau Verteidigerin. Herr Schumann, Sie haben beide Anträge gehört. Sie können sich selbst jetzt noch verteidigen und Sie haben das letzte Wort. Herr Vorsitzender, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich habe niemandem etwas getan. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Der Angeklagte Hajo Schumann ist schuldig des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Paragraphen 211, 223, 224 Absatz 1 Nummer 2 und 5, 22, 23 und 52 Strafgesetzbuch. Er wird deshalb zu lebenslanger Freiheitsstrafe sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Dann geht noch der Beschluss der Haftbefehl des Amtsgerichts Kiel vom 11. Mai 2008 bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Wir haben hier weder zu bewerten noch zu ahnden, dass Sie Ihre Frau in den Tod getrieben haben. Aber wir sind überzeugt davon, das ergibt sich aus den beiden Abschiedsbriefen, die Ihre Ehefrau, Ihrer Schwester Rosalie geschickt hat und Ihre Zweitfrau Sabrina Meerbach in Dänemark. Und diese zweite Existenz in Dänemark ist der Schlüssel zu der Tat, von der wir ebenfalls überzeugt sind. Ihre Ehefrau saß im Rollstuhl. Die war Ihnen im Weg für Ihr neues Leben mit Frau Meerbach, die in Dänemark saß, ein zweites Kind erwartet und deswegen erwarten durfte, dass Sie sich zu ihr bekennen und nach Dänemark ziehen. Aber Ihre Frau war einigermaßen vermögend und Sie brauchten dringend Geld für den Kauf eines Hauses in Dänemark. Ihr Tod hätte eigentlich alle Ihre Probleme gelöst, wenn da nicht plötzlich einer dieser beiden Briefe aufgetaucht wäre. Ja? Und von diesem Brief haben Sie am Telefon von Ihrer Schwägerin an dem Abend erfahren und da hatten Sie Angst, dass alles auffliegt. Ja? Und da sind Sie hin und haben versucht, Sie mit diesem Kissen zu ersticken. Es passt alles zusammen. Am Telefon waren Sie panisch. Sie haben einen Zweitschlüssel zum Haus der Lichters. Der Brief war seltsamerweise danach weg. Der Herr Lichter hat sie gesehen, wie sie durch den Garten gesprungen sind. Und im Garten waren auch Schuhspuren, die zu ihrer Schuhgröße passen. Das ist ein versuchter Mord. Dafür ist auch, es braucht nicht vollendet zu sein, eine lebenslange Freiheitsstrafe möglich. Nachdem hier ein Bündel verachtenswerter Motive zusammenkommt, mit denen sie ihre verbrecherische Lebenslüge aufrechterhalten wollten. Und nachdem die Tat fast vollendet war, die Frau Lichter konnte ja nur durch Wiederbelebung
durch Frau Roland am Leben gehalten werden, sind wir überzeugt davon, dass hier die einzig tat- und schuldangemessene Ahndung eine lebenslange Freiheitsstrafe ist. Gegen das Urteil können Sie allerdings innerhalb einer Woche Revision einlegen. Ja, auch wenn mein Schlusswort aus Amerika kommt, nämlich von dem großen Präsidenten Abraham Lincoln, so passt doch sehr auf Ihre Lebenslüge. Man kann alle Menschen einige Zeit zum Narren halten. Man kann auch einige Menschen alle Zeit zum Narren halten. Aber alle Menschen alle Zeit zum Narren zu halten, das schafft nun wirklich niemand. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen. Hajo Schumann wurde in einem weiteren Verfahren wegen Mordes in mittelbarer Täterschaft an seiner Ehefrau unter Einbeziehung des heutigen Urteils zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt.